Hallihallöchen, liebe Leute, im sechsten Part von Let's Play Warcraft 3 Reforged. Uah, ich hab so Bock. Wir haben gerade Black Rock and Wall bzw. Schwarz wie der Fels besiegt. Und nun werden wir weiterspielen. Sieg! Weiter. Interludium. Jainas Pfad. Zwei Wochen später in den violetten Gärten von Dalaran. Dort eben ist es Vandemar Village, alterer Ruinen. Da kommen nämlich die ganzen Soldaten, beziehungsweise das Syndikat, das Diebessyndikat her, Lordamar Lake und Dalaran. Dalaran, der Stadtstaat der Magie. Kein Königreich, wird aber als eins der sieben Königreiche gehandhabt. Gegründet von Elfen und Menschen, indem die Elfen den Menschen erklärt haben, wie sie Magie zu wirken hatten, um keine Dämonen in die Welt zu locken, wie es die Nachtelfen getan hatten vor 10.000 Jahren. Sehen wir uns mal an, was dort so abgeht. Jaina, übrigens die Tochter des Lord-Admirals Dannen Portmore von Kul Tiras. Ui. Ihr müsst weiser sein als der König. Das Ende rückt näher. Ich habe euch bereits gesagt, dieser Unsinn kümmert mich nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeudet. Ihr könnt jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich euch belauscht habe, Meister, aber... Wenn ich mich auf eines verlassen kann, dann ist das eure Neugier, Kind. Dieser arme Irre glaubt wirklich, das Ende der Welt stünde bevor. Was ist mit den Gerüchten über die Seuche, die in den Nordländern grassiert? Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Vieles spricht dafür. Darum müsst ihr für mich dorthin reisen und die Lage untersuchen. Ich habe veranlasst, dass euch jemand ganz Besonderes begleitet. Ja, Meister. Ich werde mein Bestes geben. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Schön. Richtig, richtig gutes Interludium. Der Himmel hatte jetzt auch eine vernünftige Textur gehabt. Vielleicht war es ein Bug von mir. Die Synchro von Jaina ist on point, muss man sagen. Das ist die, kann es richtig gut, die Jaina-Sprecherin. Ich finde es lustig, dass dieser Golem gerade seinen Arm verloren hat. Und an sich, Dalaran sieht sehr nice aus. Oh, ich freue mich schon, wenn wir dort alles zerstören. Der Tod selbst ist in euer Land gekommen. Uiuiui, ein ganz besonderer Reisebegleiter. Arthas und Jaina. Kapitel 3. Die Verheerung der Seuche. Drei Tage später in Alterac. Arthas und seine Männer warten bei einer Kreuzung entlang der Königsstraße. Prinz Arthas, wir warten jetzt seit Stunden. Seid ihr sicher, dass eure Freundin noch kommt? Ganz sicher. Aber Jaina ist nicht für ihre Pünktlichkeit bekannt. Wir müssen ihr helfen. Lass die Klinge stecken, Hauptmann. Sie kommt allein zurecht. Meine Herren, Lady Jaina Prachtmeer. Abgesandte der Kirin Tor und eine der begabtesten Magierinnen im ganzen Land. Es scheint, ihr habt kein bisschen nachgelassen. Schön, euch wiederzusehen, Jaina. Euch auch, Arthas. Es ist lange her, dass mich zuletzt ein Prinz begleitet hat. Das stimmt wohl. Ich glaube, wir sollten aufbrechen. Unseren Informationen zufolge stammt die Seuche aus der Region nördlich von hier. Wir sollten die Dörfer an der Königsstraße untersuchen. Schön. Ah, das haben wir nun. Wir haben Jaina. Und wir haben Hauptmann Feirik. Nice. Oh, es ist geil, dass sie ihn so genannt haben.
In Warcraft 3 hieß er nämlich nur Captain. Und es war Captain Falrik. Und das heißt Hauptmann Falrik, ist ja auch egal. Falrik ist nämlich Arthas quasi treuster Ritter. Schon als Kind haben sie zusammen geübt und als Kind war er quasi schon der für Arthas zuständig war. Als die Flüchtlinge aus Sturmwind kamen, hat Falrik hat Captain Falrik zusammen mit Arthas auf der Mauer gestanden und die Boote ankommen sehen und die Flüchtlingskarawanen, hat mit ihnen drüber geredet. Ach ja. Ich bin fucking Nerd. Schön, freut mich. Was ist euer Begehr? Den werden wir auf jeden Fall noch häufiger sehen. Töten wir die nächsten Ogre-Krieger, die Jaina dort gelassen hat. Wie lautet der Plan? Hübsch. Ja, ja, Prinz Arthas und Lady Jaina Prachtmeer lernten sich tatsächlich in einer Kirche kennen. Der König ging mit seiner Familie. Man kann nur 5 haben? Okay. Jaina, kommen Sie her. Ich versuche zu denken. Hier kriegst du auch noch die Rolle. Ich glaube, das Schaf hat etwas dabei. Ich kann helfen. Schön. Ach ja. Tatsächlich lernten sich Arthas und Jaina als Kinder, ich glaube von 9, 10 Jahren kennen. Sie gingen beide in die Kirche, weil der König mit seiner Familie, mit Arthas Schwester Kalia Menethil, seiner Frau Lyanna Menethil und dem Admiral Dalen Prachtmeer, seiner Frau und Jaina Prachtmeer, tatsächlich in die Kirche gingen. Und Arthas lernte dort Jaina Prachtmeer kennen und... Prinz Arthas, mit der Brücke davon stimmt etwas nicht. Ich werde es mir ansehen. Kind und Kind. Was war das denn? Seht, es ist Prinz Arthas. Oh. Schön. Jillian, Marie, Claire und Antionette. Schön. genau, Jaina und Arthas lernten sich in der Kirche kennen. Und Arthas merkte schnell, dass Jaina etwas anders ist als seine Schwester. Seine Schwester mochte schöne Kleider und. Und Jaina war eher so ein Haudegen, ein bisschen Haut drauf. Und er wusste, dass es bestimmt mit ihr Spaß machen würde, irgendwie in Seen schwimmen zu gehen, draußen die Welt zu erkunden. Und mit ihr Freundschaft zu schließen. Und das taten sie auch. Mein Lord, jemand hat die Brücke von der anderen Seite des Flusses aus zerstört. Es gibt noch einen anderen Weg über den Fluss, aber der ist nicht mehr so sicher wie früher. Schön, Achilles. Ich hoffe, deiner Ferse geht's besser. Gargamel? Mein Lord, wenn es um die Steuern geht, das kann ich erklären. Gut, kleines Easter Egg. Wenn man ihn hier, ich glaube, 50 Mal anklickt, dann gibt er einen Prozentsatz von seinen Steuern. Das machen wir jetzt mal. Bringt uns zwar nichts. 40 Gold haben wir jetzt bekommen. Der hat uns genau 40 Gold gegeben. 40 Gold sind an Steuern. Das ist ja nichts. Tötet sie alle. Banditen, lauft! Okay, das sind wieder normale Banditen und nicht vom Syndikat. Das Dorf. Helft uns! Was der Hell? Warum haben die uns jetzt gerade nicht angerufen? Ich versuche zu denken. Jedenfalls lernten Jaina und Arthas sich dann kennen und machten viel miteinander. Und je älter sie wurden, desto... Oh, vielen, vielen Dank. Bitte, nehmt dies als Belohnung. Einen großen Heiltrank, nice. Und lernten sich kennen und lernten sich dann auch irgendwann lieben, weil Jaina studierte dann irgendwann die Magie in Dalaran und Arthas begann sein Paladin-Studium. Trotzdem hatten sie immer wieder miteinander zu tun. Mein Lord, in der Nähe liegt eine uralte Quelle. Legenden zufolge bewirkt das heilige Wasser Genesung und heilt schwere Verletzungen. Das dürfte höchst nützlich sein.
Das stimmt wohl. Genau, und zum Winterhauchfest kleidete die Mutter die beiden ein. Und sie waren sie erstmal als Paar zu sehen, weil sie dann schon zusammen waren. Die gute Jaina entfachte den Weidemann zur Schlotternacht. Also früher hieß es schon früher Schlotternacht. Zur Sommer, Wintersommerwende. Ich weiß es nicht, zu welchem Tag. Jedenfalls entzündete das Königreich Lordaeron immer vor den Toren der Hauptstadt ein Weidemann aus Stroh, um quasi das Erntejahr einzuläuten. Hammer der Stärke, erhöht die Stärke um 1. Jaina, du kriegst einen Heiltrank. Und es war tatsächlich so, dass Jaina es mit einem Feuerball anzündete und dass das Volk so toll fand, dass die beiden, der Prinz von Lordaeron und die Prinzessin quasi von Kul Tiras zusammen waren, dass sie das jetzt jedes Jahr machen wollten. Natürlich schliefen sie auch miteinander und Jaina sagte, dass sie ja irgendwann wahrscheinlich auch ein Kind bekommen würden und das machte Arthas irgendwie Angst und deswegen trennten sie sich voneinander. Tja, so schnell ganz gay, ne? Ja, also in dem Zeitpunkt, in dem Warcraft 3 hier gerade spielt, sind sie nicht mehr zusammen. Aber Gefühle haben sie auf jeden Fall immer noch zueinander. Das merkt man alles aus dem Buch Warcraft oder World of Warcraft 3, Rollende Schutz, das haben wir schon. Warcraft 3, Aufstieg des Lichtkönigs oder Arthas, Aufstieg des Lichtkönigs. Schildwall bilden, verteidigt euch, ihre Pfeile kommen da nicht durch. Skelette, mäht sie nieder, aber sofort. So, wir haben mal die Rolle des Schutzes benutzt. Tatsächlich ist es so, wenn die Fußsoldaten das Schild hochheben, dass die Weitkampfattacken, glaube ich, um 50% reduziert werden. Genau. Was sind das für Kreaturen, Feldwebel? Untote, mein Lord. Das ganze Dorf ist ein Tollhaus. Wir haben die Bewohner so gut es ging verteidigt, aber... Der Sache gehen wir auf den Grund. Kommt mit mir, Soldaten. Das Dorf ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es scheinen die Untoten gewesen zu sein, die diese Brücke zerstört haben, damit keine Verstärkung kommt. Woher kommen sie? Lebende Tote. Ein Nekromant muss in der Nähe sein. Aber wie schafften sie es, so viele unbemerkt zu bleiben? Tatsächlich kann Arthas heiliges Licht anwenden, um untote Einheiten Schmerzen zu bereiten. Wie lautet der Plan? Ach schön. Weiter vorrücken. Zu diesem Brunnen der Gesundheit, Soldaten. Dies muss die Quelle sein, von der Alte sprach. Jeder, der dieses vom Licht gesegnete Wasser trinkt, wird genesen. Von dem der Alte sprach, alter Arthas. Ich versuche zu denken. Der alte Mann da. Ich kann helfen. Ihr habt ihn doch gesehen, wie alt er war. Schön. Ah, ich hab Bock. Macht mir schon gerade richtig Spaß wieder. Befallene Kornkammer. Es ist, als würde das Land um diese Kornkammer herum sterben. Ist etwa das Getreide verseucht? Das wollen wir nicht hoffen. Diese Kisten tragen das Siegel von Andorhal, dem Umschlagplatz für die nördlichen Gemeinden. Wenn das Getreide die Seuche überträgt, könnten unzählige Dörfer betroffen sein. Vernichtet diese Kornkammer. Kisten von Andorhal. Wie haben diese Kultisten und diese Untoten es geschafft, so viele Kornkammern zu verseuchen? Stimmt. Haben wir ein großes Problem in den Nordlanden. Dort ist einer dieser Nekromanten.
Den sollten wir schnell töten, bevor er nochmal Soldaten wird. Boah, das Hammer zerquetscht diesen Typen einfach. Ich wünschte, was richtig, richtig geil gewesen wäre, wenn es eine Funktion geben würde, wie bei WoW, dass man das Interface ausblendet. Das wäre richtig geil. Schade, dass es sowas nicht gibt. Das wäre so fett. Fett wird es. Fett. Fett wie die Bedienung von McDonald's. Hm? So fett. Schön. Seid gegrüßt. Wir sind Priester aus Kel'Thalas. Wir sind gekommen, um bei der Heilung des Landes von diesem seltsamen Fluch zu helfen. Wie immer danken wir den Elfen für ihre Großzügigkeit. Ihr solltet wissen, dass sich am anderen Ende des Dorfes eine Kornkammer befindet. Diese könnte auch von der Verseuchung betroffen sein. Wir werden nachsehen. Natürlich. Okay, wir sind keine beschworenen Einheiten. Stört mich ein bisschen, dass die Elfen so eine tiefe Stimme haben. Ich meine, Elfen sollten sich so nicht anhören. Meiner Meinung nach. Verflucht, worauf schießt ihr Männer? Wir zeigen es diesen verdammten Skeletten, Herr. Das ganze elende Dorf wimmelt davon. Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Wir müssen eine Kornkammer am Dorfrand zerstören. Gehen wir kämpfen! Okay, der hat einen Eigennamen. Dargal. Hat das einen Sinn? Warum der so heißt? Ich gucke mal auf Wikipedia. Dargal. Oh, das ist ein Überbleibsel, dass sie die Kampagne ein bisschen anpassen wollten. Und Dargal war einer der Hauptcharaktere. Der sollte nämlich am Ende Frostmoon aufnehmen und alles. Spoiler! Ich versuche zu denken. Nee, keine Ahnung. Gucken wir mal Wikipedia und geben mal Dargal ein. Dargal. Oh. Während des dritten Krieges. Oh, das ist ja verrückt. Das ist ein, in WoW macht ja Sinn. Okay, in WoW spielt er eine Rolle. Der war zusammen mit... Also das ist hier der, Dargal. Wie lautet der Plan? Genau. Dargal was killed at some point and buried in Zorahil. Also Dargal ist irgendwann gestorben und in Zorahil beerdigt worden. Und okay, als Tyrion Fordwigan dann quasi starb in Legion, war dieser Geist so beunruhigt, dass er auf dem Friedhof, auf dem er begraben lag, sehr viel Shit gemacht hat und vom Paladin Champion gerettet werden musste. Man hat uns entdeckt, meine Brüder. Flieht und setzt die Mission fort. Leider habe ich keine Zeit zum Plaudern. Die Pflicht ruft. Diese Kreatur sieht aus, als wäre sie aus verschiedenen Leichen zusammengeflickt worden. Lasst sie uns zuerst töten und dann untersuchen, ja? Okay. Aber toll, dass es sowas gibt in WoW. Also in Warcraft. Dass jetzt quasi Charaktere, die später in WoW einen Namen bekommen haben, quasi dann hier gezeigt werden. Das finde ich super. Freut mich unglaublich. Zerstört die Kornkammer. Schnell! Da kommen Ghule aus dem Getreideloch. Die Sterbeanimation ist ziemlich geil.
Was war das? Und wer war dieser Zauberer in Schwarz? Ich glaube, der Rubenträger war ein Totenbeschwörer. Offenbar haben er und seine Lakaien die Seuche zu verantworten. Ich wette, wir finden ihn und die Antworten, die wir suchen, in Andorhall. Nun gut, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder in Andorhall. Bis denn.